Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Destiny. Wir sind die Verplayten und wir legen dann gleich wieder los, oder? Würde ich sagen. Ja, genau. Korax, wo geht's denn hin? Du, unser Server-Admin. Auge eines Torlords, Ishtar Senke, Venus. Na also, ja. Dann mal Let's Play, let's go. 13 oder 17, das ist jetzt so eine Sache. 13 oder 17, wenn du sagst 17, 17 ist natürlich heftig, weil wir schon 17 sind. Machen ich würde sagen 13, ja. Würde ich auch sagen. Okay. Weil, wenn es auch wieder weg sind, die sind schon heftig. Also vor allem die Sniper-Viecher und. Ah, die Minotaurus-Viecher. Ja, die gepanzerten halt, die sind echt. Also. Vor allem, wenn die Level gleich auf sind wie wir, dann wird's schon knackig, deswegen würde ich da lieber eine Stufe runtergehen. Ja. Die Vex sind auf jeden Fall richtig fiese Gegner. Je mehr wir über die Vex erfahren, desto mehr wird mir klar, warum unsere Exo-Freundin ihretwegen so besorgt ist. Während des Untergangs haben die Vex den Merkur innerhalb von Tagen in eine Maschine verwandelt. Wenn der Reisende sie nicht aufgehalten hätte, hätten sie wohl jeden Planeten übernommen. Wir müssen in den Schwarzen Garten. Wir brauchen einen Torlordkopf. Schwarze Gras, schwarze Blumen, schwarze Bäume. Schwarzes Wasser. Schwarzes Wasser. Es ist immer Nacht. Sammelt. Tulle, sonst wächst es ja nichts. Muss ja Dunkelheit sein. Okay. Oh, schön. Zuallererst muss ich in das Wächsnetzwerk eindringen, um einen Torlord hervorzulocken. Okay, und wohin? Ich zeige dir den Weg. Andere Richtung diesmal. Da lang. Oh. Iha. Ha. Nein. Ah, du Penner. Pennerin. Sag ich doch. Folgendes wissen wir über die Torlords. Er ist vom Weg abgekommen, ich weiß bloß nicht warum. Ich hab eine Ladesequenz. Oh, ich auch. Scheiße, ich auch. Ich bin schon angekommen bei dem. Jetzt bin ich da. Was? Warum spawnst du vor mir? Weil ich früher da war. Loser. Alter, wie das aussieht mit den ganzen Schüssen bei dir. Das ist so geil. Geistblüte, mitten auf dem Weg. Pass schon vor. Oh. Nicht genügend Platz, macht mal zu fett. Was heißt jetzt das? Keine Ahnung. Ich bin doch schon lang weg. Ja, hat aber noch einen Moment gebraucht. So, sind wir denn hier? Ich wette mit dir, dass wir jetzt mindestens eine Truhe irgendwo übersehen haben. Ja. Mindestens, ja. Ach du Scheiße. Das ist hier. Ich okay, sieht aus wie ein bisschen wie das Ruine. Ich bin damit in ihr Netzwerk gelangt. Ah, hinter mir! Mistviecher, Goblin, Rex. Wo seid ihr denn? Hier beim Ach, ihr seid da oben. Hier beim Team hier fast. Hey, was Grünes. Arbchen. Ja, die hatten wir schon mal. Oh ja. Machen meine Schüsse auch mehr Schaden, das ist schön. Ich habe einen Schaden auf die Tür bei mir. Das erinnert jetzt ein bisschen an das Schmelztiegel. Level ja, da. Ja. Bisschen Idiot. Kann ich aber nie leiden. Hoppala. Aber trotzdem ist er in der Folge. Die Minotauren. Ich bin gerade runtergefallen. Level 20, die dürfen wir nicht. Die Händen sind Level 20. Oh! Fax, geh da weg. Ja, ich bin da mal weg. Ungeil. Da dürften wir eigentlich. Du bist auch an den rechts vorbei. Ja, das wäre ungesund, wenn man da jetzt hingehen würde. Also. Ja, so wie die Level 26, die wir oben mal gesehen haben. Hier sind gerade voll viele Mitspieler. Ich glaube, die machen das gleiche wie wir. Wahrscheinlich. Guck mal, Geister sitzen. Da dabei. So. Na gut. Major 4. Machst schwer dabei. Alle Level 21 und höher. Warum bist du tot? Ach, ich weiß auch nicht. Ist halt so passiert. Level gleich okay. Wieder, ne? Wir müssen zu einem Ort namens Endlose Stufen. Dort finden wir den Torlord. Okay, da finden wir den Torlord. Was? Wo? Links. Da wo die 20 plus Typen hinlaufen. Okay. Alter, ich hasse mein Leben. Wieso? Ich fall jedes Mal da wieder runter. Korax, hier ist auch noch einer. Du musst übrigens noch unten lang, ne? Korax. Na toll. Warum sagt mir das keiner? Ja. Wieder oben. Wo seid ihr? Hier unten. Einmal bitte tauschen, genau. Ja. So. Okay, aber auch. Das ist so da lang. That's right. Ich bin eine Scoop in dem Sparrow. Ich auch.
Wer ist noch schon wieder tot? Das ist ein anderer Typ. So. Ich dachte, keiner von uns. Ach so. Ja, ist so ungewohnt, dass jetzt auf einmal hier andere Spieler noch sind hier. Großteil. Ja. Boah, hier ist so viel Gebiet. Da links. Würd mich nicht wundern, wenn da irgendwo hier hoch. Eine Falle ist. Ja, und auch hier irgendwo Geisterflaggen und sowas. Hier sind so viele. Wir haben es wahrscheinlich sehr gut gesagt, wo du so viele was sehen. Natürlich. Ah, Dunkelheitszone. Oh Gott. Sind richtig. Oh Gott. Oh weia, was ist. Die Satellitenanlage, wo wir schon mal waren. Es wäre stimmt, vielleicht an der Zeit zu erwähnen, dass ich all ihre Transfertouren stören musste, um den vorletzten Mal, wo wir euch gemacht haben, oder? Langweilig. Ja, um das Ding hacken mussten. Ja, richtig. Das war, bevor wir wieder hier unsere neue Session aufgenommen haben. Oh. Das gleich wieder machen, oder? Nee. Zeig uns von da hinten lang zum Stargate. Ach du Scheiße. Stargate. Weil die ganzen Gegner rausgekommen sind. Du was? Die Tore erwachen. Es werden immer neue kommen, bis wir sie deaktivieren. Sag bloß, du kennst Stargate nicht. Sollen wir die deaktivieren? Aufschießen. Stimmt, die Schaden müssen zerstört werden. Das hat geklappt, es ist deaktiviert. Aber. Weiter so. Ja, die Dinger nehmen Schaden. Ja, oh Gott. Problem. Noch ein Tor. Noch ein Stargate. Stimmt. Ah, auf den Funkskill. Hey, was Grünes. Was? Granate rein. Aua. Schieß auf mich. Sniper-Viecher. Guck mal, ob ich noch irgendwo welche finde. Oh, da oben ist was. Ist da oben auch ein Tor? Ja, da leuchtet es, aber ich. Oh, doch, da treff ich hin. Aua. Könnt ihr mir ein bisschen decken gehen, dann schießt das eine Tor da hinten schon mal ab. Wo ist der andere Tor, wo du gerade hinschießt? Ganz hinten. Oben auf diesem Bergding. Das schieße ich schon mal ab, bevor da überhaupt Viecher rauskommt. Wenn es geht, ja. Ja, es nimmt auf jeden Fall Schaden, aber ich schieße mal mit der Raketenwerfer nicht. Das geht schneller. Yep, nein, es ist kaputt. Ich habe gerade draufgeschossen. Ich habe auch gerade mit der Raketenwerfer draufgeschossen. Da war es aber schon kaputt. Ja, ein Schlagwerk, was kaputt gemacht hat. Ich war es mit dem Scharfschützengewehr. Nee. Ach du. Die ganze Zeit draufgeschossen. 2-1. Ich schieß grad drauf. Oh, oder so. Oder kaputt halt. Problem. Tot. So, haben wir jetzt alle oder? Hey, der hat was Grünes fallen lassen, das ist ja geil. Wir loben doch mal eins. Du wieder eins? Zieh schon drauf. Was? Selbst eine Rakete besteht das Ding. Zieh schon drauf. Ist tot. Ja, kaputt. Ah, da oben. Goblin. Granate rauf. Ah, ich bin fast tot. Aua. Deckschild. Ah, da ist noch ein anderer Sniper, der auf mich schießt, da oben auf dem Platz da. Wo? Oh, ich sehe es da oben, ja. Der hat gerade mich fast tot geschossen, das Dreckvieh. Okay, ist tot. Okay. Was hat's denn mit diesen Laserstrahlen da auf sich? Das wüsste. Die haben was mit Halo. Geil. Komm mal, Sniper, oder? Nee, kein. Ja, hinter dem Stein da. Muss ich doch, da haben irgendwas geschossen. Stimmt. Haben. Ja, okay. Haben alle. Noch ein Tor. Wo wieder? Oh, was Großes. Oh, mit Schild. Oh, Scheiße. Guck mal, die Hafen. Hafen tot. Hafen tot. Wartet mal, ich muss. Ah, ich will abbrechen. Scheiße, eine Hydra. Ich muss abbrechen. Oh, ah, Hydra. Sexy. Das ist vor hinten aus, so. Ja, und ich kümmere mich um die Hydra gerade weiter. Ah, die schießt mich. Geh weg. Aua. Wenn man ihr Schild weiter drehen würde. Ja, ich komm ran. Wusch. Gut, ja. Super. Ihr müsst mich kurz vertreten, ich muss kurz weg. Okay. Okay. Ich stell mich mal nur hier kurz hin, ist zwar jetzt kacke, aber es ist halt so. Ja. Aufnahme doof. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück zu Let's Play Together Destiny. Ja, die Let's Folge... Play Gummizelle. Whee! Let's Play zurück zur Gummizelle. Ja, ihr habt einiges verpasst. Wir sind jetzt im Knast hinter einer Gummizelle. Ja. Und haben hier eine Gummiwand gefunden. Voll geil. Yeah.
wenn du dagegen schwebst, dann fliegst du eine ganze Weile zurück. Kann nicht schweben, ich kann nur... Oh, ein Doppelsprung? Ah, ne, geht nicht. Nein, wir sind natürlich nicht im Knast. Die letzte Aufnahme war etwas problematisch. Ja. In der Zeit haben die Jungs dann die Wand hier entdeckt. Du siehst richtig das Gitter, wie das kurz war, wo du um dagegen springt. Ja. Da wurde auf jeden Fall immer weggestoßen. Ich hab die Kugel absolviert. Echt? Ja. Gut. Nett. Eine Energiewand. Lauft man nur so drauf zu? Ja, ja. War schon. Oder richtig da. Reinrennen. Dong, 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 dong. Ja, das haben wir jetzt 5 Stunden lang gemacht und allmählich sind wir verblödet deswegen, ja. Vorher. Okay, egal, komm. Guck mal, ich komme aus dem schwarzen Loch da raus. Ihhh, hässliche Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich drunter aussehe. Achso, weißt du doch. Ja, hässlich, sag ich ja. Naja, wenn du meinst. Du siehst aus wie die Tusse von Lollipop Chainsaw. Hey, cool. Die ist scheiße irgendwie. Wie Harley Quinn von Batman. Ey, die ist ja noch cooler, ey. Oh, großes Tor. Oh Gott. Was oh. Nein, irgendwie nicht. Nimmt keinen Schaden zumindest, noch nicht. Oh, ah, da kommt was vor. Oh, wo kommt der her? Body respawn. Alter, fuck, ich bin jetzt sicher. Boah, Schwede. So noch mehr? Ich will gar nicht wissen, was aus diesem riesen Tor rauskommt, wenn oh, aus bitte. Oh Gott. Glück habe ich noch mal Raketen da. Ich auch. Bleibt immer, geht immer vor, ja, ich bleib mal als Scharfschütze weiter hinten. Ich bleib auch hinten, weil da unten sind Viecher. Was die schieße ich gerade? Ja, ich. Oh. Daneben. Okay, das Sniper, holt ihr eine? Dann doch auch. Da hinten spawnt wieder was. Den Goblin erwischt? Jawohl. Ich gebe euch gerade mal ein bisschen Deckung, aber ich glaube, da ist gerade nichts mehr. Ich komme mal zu euch. Da kommt aber gerade was. Ja, ich spring gerade mal hier von Felsen zu Felsen. Oh, und so viele gleich. Ich habe eine Granate geschmissen. Volltreffer. Aua. Voll, da liegt was Grünes. Ich glaube, ich den Großteil ausgelöscht mit der Granate. Ja, oben kommen schon wieder mehrere. Ach, scheiße. Sniper. Na toll. Die treffen auch noch, weißt du? Haben sich erwischt, bist du tot? Ich hab den Sniper ausgeschaltet. Einen zumindest. Ja, aber das sind noch mehr, wo hinter einer Wand, wo ich nichts sehen kann. Hello, ich komm mal zu euch. Links, dann leg ich genau. Boah, Alter. Töten, damit er mich hier nicht platt macht. Aua. Ich bin von der anderen Seite. Ja. Sniper sind oben platt von der Treppe. Ja, ich muss hochkommen, weil ich hab sonst kein freies Schussfeld mehr. Nimm dir. Hier, ich helf dir. Endlich habe ich das Fusionsskill, der war zweimal gedöhnt, fertig. Nochmal ein Sniper. Da hinten. Aua. Okay, er ist tot. Ist weg. Ja, ich hab's gerade aufgeschossen. Komm schon, Granate und Wurfmesser und fresst einfach alles, was ihr noch habt. Nicht alles, weil da kommt bestimmt jetzt was Fettes raus. Ja, super bereit, hebe ich mir noch ein bisschen auf. Gibt's auch noch. Ich hab auf jeden Fall volle Raketen mehr vom Moon. Die werdet ihr wahrscheinlich brauchen. Oh, warte mal gucken, ob nachgeladen ist. Ja, ist es, okay. Okay. Gucken wir mal, ob es nachgeladen ist. Ja, ich muss nachladen. Warte mal schnell. Oder wir müssen okay. da rein. Ich schätze, du musst oder den so. Ring betreten. Bin schon im Ring. Oh Gott, nee, das kommt was raus. Boah, geh wieder raus, Alter, was soll das? Ruf den Tor, hey, ruf nicht. Den Tor. Das war nicht meine Idee. Du bist so ein Penner, du bist so ein Penner. Oh Gott. Geh mal drauf. Oh Gott, so ein Fetter. Professor Immun. Nein, jetzt können wir. Super! Ja, da kriegt eine Rakete gut Schaden. Aber das ist der Kopf, den wir brauchen. Du darfst den Kopf heilen, ne? Ja, oh. Genau. Ja, der wird schon mal. Scheiße, oh, hinter uns spawnen Viecher. Goblin! Oh. Mal rechts, dann kann ich vielleicht meinen Super einsetzen. Boah, ich bin tot, hinter der Säule kommt davor. Da ist es gerade selber lecker. Das sind zu Bomben. Okay, super, Freunde, gezockt. Ich bin tot, ja. Na, Korax, kannst du ihn wiederbeleben? Ich hab hier noch ein bisschen Geld. Sagst du so einfach. 15 Sekunden. Shadow, bleib mal in Schutz. Dann machen wir es weg. 10 Sekunden noch, bin gleich wieder da. Ich hüpfe gerade hier weg, in die Sicherheit. Genau. Naja, Sicherheit ist relativ, ne? Aber
Gott. Ja. Erledige mal die Sniper da oben. Hallo und herzlich willkommen, hier bin ich wieder. Ich hab ihn getötet. Noch ein Upgrade. Leute, ich hab ihn getötet. Sehr schön. Yay. Warte, ich beliebt dich wieder. Warte, ich beliebt dich wieder. Okay. Yee, gute Arbeit. Da. Fixieren Wunsch den Kopf für den Teleport. Hat der Level den schwarzen Kopf. Oh, holen wir uns den Schlüssel von der Königin. Yay, ich hab ihn besiegt. Oh. Dann liegt Raketenwerfer Moon einiges. Einsammeln. Muss ich mir nichts kaufen oder so? Müssen wir eh nicht. Jedes Mal, wenn wir auf den Turm gehen, haben wir wieder volle Magazine. Stimmt, okay. Ich guck aber gerade mal, ob hier noch irgendwas anderes flackt, was ich übersehen habe. Ja, ich sehe aber auch nichts. Ich habe nur das Grüne eingesammelt, was eben war. Ja, war doch nicht. Cool, wir haben es geschafft. Yay, yeah, wir haben den Torwart besiegt. Gott sei Dank. Und ich habe einen Ballzug abgeschlossen. Ich noch nicht, leider. Was habe ich hier? Scout-Gewehr und Panzerung. Neue Schuhe habe ich bekommen, das ist ja geil. Achso, das andere ist ja in dem Strike, das ist ja nicht das. Ja, ja. Stimmt, aber das war irgendwie ein Gehirn von Sekrion. Das war ja nicht, das war jetzt ein Troller. Nexus-Gehirn. Das war danach mal, glaube ich, machen, oder? Was kommt jetzt danach? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal, wie es freigeschalten wird. Ja, müssen aber, glaube ich, erstmal. Zum Turm. Ich glaube, wir müssen erst den Kopf abgeben, oder? Wir haben doch jetzt einen Kopf vom Torlord. Wir müssen ja, jetzt Kopf abgeben, müssen wir wahrscheinlich wieder zum Riff fliegen. Ja, da müssen wir. Da müssen wir hin, oder? Ja. Ich glaube schon. Müssen wir erstmal die Ladezeit überstehen. Richtig, dann schauen wir erstmal, was wir überhaupt machen. Zum Turm, wer muss zum Turm von uns? Ich. Na gut, dann fliegen wir schon zum Turm und dann schauen wir mal weiter. Genau, da haben wir noch ein paar Minuten. So ist es. Ja, und es lädt immer noch. Ah, nee, ich habe normale Sequenz. Lächeln schon da. Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Versagen? Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Bisschen Altmetall-Dagelassen. Wir müssen den Schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität. Zu einem Volk. Einer Königin und Schwester. Ich mag den nicht. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Oh, bist du sauer? Die macht uns doch Probleme. Ich mag beide nicht. Ja, sie geht noch einigermaßen, aber er ist so ein hinterfotziger Penner. Ja. Tod. Wie schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Oh, er ist... Quatscht das Ding jetzt? Und ziemlich angepisst, guck mal. Oh ja. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Ey, wir kommen zum Mars. Hallo Mars. Hat die Königin eigentlich auch zu euch gesagt, sie, oder sagt sie zu euch, du? Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Die, glaube ich. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten. Richtung wie dritter Person. Erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld. Sagt er euch. Schon verstanden. Eure Hoheit? Viel Glück!
vor allem im Sperrgebiet. Sperrgebiet? Sperrgebiet-Zeitgenosse. Er ist echt nett, der Typ. Ja, finde ich auch. Was jetzt nur geiler kommen wäre, wenn der Bildschirm jetzt zu schwarz kommen wäre und dann bloß nur die leuchtend gelben Augen zu sehen gewesen wären. Ja, stimmt. Ich liefere mich mit ihm im Blickduell. Ich gewinne, ich muss nicht blinzeln. Oh, Mars! Handbuch, Ziel Hallo, erfüllt. Mars! Empfohlene Level 15 bis 18, yo, hab ich. Yo, haben wir. So, ja. Aber wir sollten erstmal zum Turm. Richtig, Upgrade frei. Was hab ich denn Neues? Die Venus müssen wir auch noch fertig machen. Venus, Baby. Aber wir könnten ja mal kurz am Mars vorbeischauen. Hallo, Mars! Kann jemand Marsianisch? Da. So kann ich ihn ansprechen. Meine Kanone kann das. Upgrade für meine Handschuhe. Oh, Nachladen für Scout-Gewehr. Wie schön. Upgrade für meinen Helm. Das hat 200. Genau. Besser. Übrigens weiß ich jetzt, was die zweite Zahl bedeutet. Bei was? Wenn du so eine grüne oder eine blaue Waffe hast, stehen da zwei Zahlen dran. Zum Beispiel bei mir ist 203, 219. Ah, das ist das Maximale, was du. Ja, so weit kann ich aufrüsten, richtig. Ja. Weiß ich. Habe ich vor kurzem auch rausgefunden. Ich habe mir gedacht, was heißt denn das? Habe ich letztens gemerkt. Ah! Ja, ja, so weit kann man die Waffen aufrüsten oder der Helm aufrüsten oder irgendwas. Das Equipment halt, ja, ja. Ja, damit man halt weiß, wie hoch das geht, wenn man eine andere Rüstung und sowas hat, die schon aufgetunt ist und die andere halt vielleicht besser ist. Deswegen sieht man es. Weil das steht ja nicht dran, ne? Wie viele Punkte man kriegt, wenn man auf Verbesserung klickt. Richtig. Deswegen. Haben sie immer so 5 bis 10 Punkte. Erde. Erde? Auch mehr, also bei blauen habe ich auch, glaube ich, schon mal 18 oder 19 gehabt. Hey, ich habe Post. Hey, wir können beim Schiff irgendwas machen. Was? Ich habe irgendwas beim Schiff noch. Zughinweis. Ja, geht gerade noch. Ich habe auch Post. Gut. So, Beutezug abgeben. Ja, ich kann aber gerade nichts abgeben. Na gut, ich gebe die hier. Oder was habe ich denn da? Gebe ich mal schnell ab. Was will denn mein Postmann? Beutezug-Hinweis. Aber welcher? Ah. Keine Ahnung. Geh mal gucken. Muss jetzt mal gucken, was ich ablegen kann. Ich bringe schon noch zur Venus ab. Wow. Ja, toll. Echt jetzt? Bin ich noch zigmal, wenn ich auf der Venus, wenn ich hier bin. Ja. Weg damit. Wichtigeres. Schiffsmeisterin. So, dafür nehme ich lieber. Verdiene 9000 Erfahrungspunkte ohne zu sterben. Aber ich bin doch schon gestorben. Warum habe ich dann schon wieder 3000? Achso, wahrscheinlich durch Abschluss der Mission oder so. Ja. So, ich habe auch. Die kommt mit Sicherheit auch wieder hier. 90. Töte 30 mit Nahkampf. Ja. Fast geschafft ohne zu sterben. Hab 8300 noch was oder so. So. Wiedersehen. Guten Tag, Mann. Oh, ich kann mir ein Schiff aussuchen. Ja, deswegen sage ich doch, ich habe auch irgendwas beim Hangar. Oh, gucken wir uns mal an. Was haben wir denn Schönes? Schieße 6 Patrouillen auf der Venus ab, das brauche ich nicht. Der erste. Es kommt immer wieder, genauso mit dem Mond. Der erste ist hübsch, der zweite nicht so, für den nächsten. So ist es, das heißt, das kann ich rauswerfen und dann kann ich mal schauen. Ach, lassen wir es erstmal leer, brauchen wir nicht mehr. Boah, ich glaube, ich nehme den ersten. Ich finde den ersten hübsch. Sind es die Sparrows oder unsere Schlachtschiffe? Schlachtschiffe. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Was Hübsches. Ich habe zwar meinen, der eh geil aussieht, aber noch einen gratis. Ich hab V1, den V2 oder V3. Ich hab den Castell genommen da. Ja, sieht eigentlich hübsch aus. Was für ein Castell? Ich hab einen Feldhund Klasse 1, 2 oder 3. Pass auf, jetzt komme ich. Bei mir steht Kestrel Klasse AX. Okay. Erster bei mir. Ich habe einen Regulus. Klasse 99, 77 oder 55. Jede Klasse eigene Schiffe oder so, scheinbar. Cool. Wahrscheinlich, ja. Echt. Wenn du was in den normalen Kauf reingehst, ist NR44. Das sieht aus wie so ein Starfighter. Alter, der sieht auch recht geil aus. Ich kann mir nicht entscheiden zwischen dem 99er oder dem 77er. Die sind 55 und 77 sind von der Farbe bloß anders. Und der 99 ist ein komplett anderes Modell. Okay.
Und auch eine andere Farbe, aber der sieht lang nicht so geil aus wie der. Oh, ich glaube, ich nehme doch den. Jupp, ich nehme den. Guck auch mal, was unten für jetzt welche sind gerade. Den aber auch keine Infos dran, also das heißt, es ist ja bloß zur Optik einfach nur zur Verschönerung. Ja, ja, klar. Guck gerade mal die Schiffe, wie die unten ausschauen, welche das sind. Aber bis jetzt sehen die eigentlich nicht so krass aus. Okay, der. Ganz ehrlich, das ist Deko. Dafür gebe ich kein Geld aus. Ja. Ich nehme den, wo ich mir geschenkt gekriegt habe und der ist gut. Ansonsten, lasse ich das. Ja. Wenn ich jetzt mal ein anderes Schiff verkaufe, müsste ich ja recht viel Kohle kriegen, oder? Ich habe es verkauft, ich habe nichts bekommen. Nicht? Nee. Brauche es auch nicht verkaufen, dann kann ich es auch im Inventar lassen. Ich habe es auch noch drin. Ja. So, dann bevor wir weitermachen, würde ich sagen, machen wir mal einen Schnitt, oder? Ja, im Orbit natürlich. Ja, oder so. Schnitt im Orbit. Wir schneiden den Orbit durch. Du willst doch bloß unsere Schiffe sehen. Ja. Nee, ich habe meinen nicht ausgewählt, ich habe immer noch meinen. Okay. Hui. Was denn? So. Okay. Ah, okay. Pike. Wer ist wer? Ich bin der Blaue. Ich bin der Rote. Der mit den komischen zwei Dingern da an dem Flügel. Mit den Greifarmen oder was das da ist, ja. Sehen aus wie Greifarme, sind aber Turbinen, ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Wie gesagt, wir wollen Cut setzen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich bin 2 Level über euch. Exakt. Anderthalb Level. Ich bin kurz vor Level 18, naja. Brauch noch ein bisschen. Na gut. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Oh.